Hi zusammen. Ja, wiederholt Grüße aus Russland oder russische Grüße besser gesagt. Auch wenn ich keineswegs russisch bin. Ich muss zugeben, die letzten Videos von mir, die waren ja dann doch sehr russisch orientiert. Mit den Messern von Alexander Tscherbukow, nämlich das Scout in der Full-Titan-Variante, aber auch das Tukan. Und ja, danach kam ja oder dazwischen kam ja noch ein Messer von Shirogorov, das Jeans, die Zusammenarbeit mit Zinkevich. Ja, alles halt eben russisch, so auch wird es diese Runde sein. Runde einfach aus dem Grund, weil ich so eine Art Knife Talk über Tscherbukow Messer machen möchte. So also mein Senf zu der Sache abgeben möchte. Und ja, einfach mal Knife Talk eben, ne? Lange Rede und langer Sinn, kurzer Sinn oder was auch immer. Normalerweise heißt es anders, ich weiß es. Ja, fangen wir einfach mal an. Also ich habe wieder das Paket bzw. Lieferung von dem Richie bekommen. An dem Richie hatte ich mich jetzt die letzten Tage bzw. die Wochen so einfach festgebissen, habe dem gesagt, pass mal auf, irgendwann musst du mir mal eine vernünftige Lieferung senden, wo ich mir ein paar Messer raussuchen kann. Weil der Vorgeschmack, die ich ja hatte, das Scout und das Tukan, die haben mich, muss ich sagen, doch sehr überzeugt. Und ja, ich befand mich in einer Phase, wo ich doch ein bisschen Spielgeld für Messer übrig hatte. Einfach aus dem Grund, weil ich ein paar Messer verkauft habe. Und ja, viele wissen es oder haben es ja gesehen. Ich war auf der Suche. Ja, in den Märkten auf Facebook habe ich gesucht. Nach was Vernünftigem. Und ja, ehrlich gesagt, waren die Angebote so, dass ich. Ja, ich sag mal, viel Strider SMG aus der Performance Edition bekommen habe, die oder Performance Serie bekommen habe. Diese Custom, Mixed Rider Custom Dinger, wo ich einfach sagen muss, 800, 900 Euro für so ein Messer, das bringt's nicht. Das hat mir irgendwie auch nicht gefallen. Ich wäre ja bereit gewesen, so viel zu bezahlen, keine Frage, aber nicht für das Messer. Und die Shirogorovs, die mir angeboten worden sind, da muss ich auch sagen, nee, für 0815 Shirogorov mit Turtle Pattern 800, 850, 900, 700 Euro zu bieten oder zu geben, das war es auch nicht, weil ja, hat ja mittlerweile fast jeder Zweite und ich als Sammler versuche dann doch etwas zu holen, was nicht so jeder Zweite hat. Entsprechend kamen mir eben die Tscherbukow-Messer ja zu rechter Zeit und ja, da habe ich dem Richie wie gesagt angesprochen drauf und habe ihn darum gebeten, mir die nächste Lieferung mal zukommen zu lassen. Das hat er auch getan, beziehungsweise der liebe Florian hat das gemacht. Ja, das war jetzt so eine, ja, eine erste Lieferung, will ich nicht sagen. Die erste Lieferung gab es ja jetzt vor kurzem, vor 2 Tagen, glaube ich. Da hat ja der Florian auf dem Kanal alle paar Stunden oder jede halbe Stunde, also hat ein sekundenlanges Video geschickt, hat wirklich wenige Sekunden einfach mal Updates gemacht, wo er ist, was er macht. Ja, finde ich übrigens auch sehr, sehr cool. Und die Lieferung ist halt dann irgendwie vor 2 Tagen gerannt. Das war so eine vorangegangene Lieferung, beziehungsweise ja, Mitbringsel. Ja, Lieferung ist es nicht, Mitbringsel, die der Richie aus Russland mitgebracht hatte. Ja, da natürlich vielen herzlichen Dank, Richie, dass ich die Messer jetzt so bespielen bzw. einsehen konnte. Bespielt habe ich nur die, die ich mir jetzt letzten Endes auch holen werde. Ja, 7 sind angekommen, unterschiedliche Modelle und ja, die jetzt offen rumliegen, die gehören jetzt mir. Und die noch in den Scheiden sind, die sind nicht lange aus den Scheiden drin raus gewesen, weil ich mich sehr schnell eigentlich entschieden habe. Und ja, über diese Messer möchte ich jetzt mal ganz kurz drüber gehen. Gut, kurz ist gut, ich habe 5 Minuten jetzt über nichts gesprochen, mehr oder weniger. Ja, Tscherbukow Messer hatte ich in den Vorstellungsvideos ja erwähnt, finde ich persönlich sehr gelungen, fertigungstechnisch. Wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level. Und Design gefällt mir persönlich auch sehr gut.
Und ja, Performance, da hat man auf jeden Fall auch nichts zu meckern. Interessantes Design, stellenweise interessantes Design oder technische Aspekte. Ja, ich habe da eigentlich keine offenen Wünsche, die eben mich, ja, ich sag mal, stören an den Messern. Gibt immer wieder mal was, wo man vielleicht meckern könnte, aber die hat man immer. Ja, ja, Tscherbukow-Messer, die können kommen in so einer Lederscheide, die doch sehr massiv, robust gestaltet sind. Für mich ist das keine Option, weil die Messer einfach einen Clip haben. Das funktioniert einfach soweit ganz gut. Kommen eben mit einem Zertifikat, die liegen hier auf der Ecke. Ja, da habe ich schon. Ui, Helikopter vom ADAC. Ja, die Zertifikate sind sehr, sehr dürftig und entsprechen nicht dem Niveau der Messer. Und ich glaube, in Zukunft wird demnächst was ganz, ganz Cooles rauskommen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin es nämlich auch, weil der Ist-Zustand momentan ist einfach nichts Gutes. Also das ist ja nicht schön. Ja, ansonsten kommen die halt eben mit einer Box. Das wäre es dann halt. Eins der Messer, wofür ich mich jetzt entschieden habe, ja, ich fange so langsam an, Leute, ist eben das Scout hier mit dem schwarz-roten Carbon bzw. Lightning Strike Carbon oder Carbon Fiber, eben mit den Kupferdrähten. Soweit. Gibt zwei Stück und zwar. Das hier, wofür ich mich entschieden habe, wo ich vorher auf den Bildern gesagt habe, nee, das gefällt mir irgendwie nicht. Aber in den Händen ist das dann doch ein ganz, ganz anderes Messer, rein optisch gesehen. Dann stand zur Auswahl jetzt für mich auch etwas mit den Holzeinlagen. Ja, hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Ich fand die Kombination anfangs sehr cool. Eben natürliche Materialien in Verbindung mit, ich sag mal, Hightech-Materialien, sprich Titan. Die Idee fand ich gut, weil so oft findet man das nicht. Es sei denn, man geht zu Cuscadi und lässt sich da ein bisschen was zusammenbasteln. Aber original von Serie aus, vom Werk aus, ist das nicht der Fall. Hier schon, finde ich eine gute Sache. Wie gesagt, hat mir aber nur nicht gefallen. Ja, anodisiertes Titan. Hardware sind eben Bronze anodisiert. Ja, Messer sonst sind ähnlich, vielleicht minimale Gewichtabweichung. Und das ist halt ja auch der Punkt, warum ich hier zu diesem Messer gegriffen habe oder beziehungsweise zu dieser Ausführung mit Inlays, weil die Variante ohne Inlay, sprich ja, mit der Full Titan Variante, das ich schon vorgestellt habe, da hatte ich auch in dem Video, glaube ich, hoffentlich deutlich gemacht, dass es mir dann doch ein bisschen zu leicht war aufgrund der eingefrästen oder innenseitig eingefrästen Griffbeschalung. Und das hat mir einfach echt nicht gefallen. Das war zu leicht für so ein Riesenmesser. Und hier ist es eben anders. Die Taschen fallen hier weg, weil eben die Inlays eingebettet sind in einer Tasche. Und das führt dann halt eben dazu, dass man in der Hand ein Messer hat, das ordentlich Gewicht hat, nicht zu viel. Für mich war das nie ein Problem, nur beim Medford. Aber ansonsten, ja, klasse Handlage, riesen Klingenlänge oder ja doch Klingenlänge. Mit der lässt es sich arbeiten, ist natürlich ein Riesenmesser. Also muss man mögen. Ja, extrem lang ist es nicht. Für mich sind eigentlich immer die Obergrenze gewesen 210 mm. Aber ich habe mittlerweile in meiner sonst, also außer diesen Messern, sonst kleinen Sammlung, zwei Messer, die über 220 mm gehen. Das 777, das Norseman, die sind ja deutlich länger. Und das sind einfach die geileren Messer, muss ich einfach sagen. Und hier in dem Fall, das ist in meinen Augen ein Arbeitsmesser. Ja, vielleicht mal kurzer Zusatz. Nur so das, was mir eben aufgefallen ist. Ich habe hier zweimal Scout, zweimal unterschiedliche Messer von der Art und Weise, wie sie arbeiten. Die Variante mit Holz, die hat auf jeden Fall einen sehr starken oder einen stärkeren Detent im Vergleich zu dem hier. Meins ist mir lieber, ja, lässt sich besser mit spielen. Hier das mit der Holzvariante, da muss man ein bisschen mehr Kraft
Kraft aufbringen. Entsprechend fliegt die Klinge doch ein bisschen, ja, markanter raus. Ja, auch natürlich beim Schließen spürt man es und hört man es auch ein bisschen besser. Eine sehr, sehr coole Sache. Alle Messer, die hier rumliegen, haben eine zentrierte Klinge. Und ja, vom Klingengang her sind die in Ordnung. Von der Verriegelung her sind die ein bisschen unterschiedlich, weil die eben manuell angepasst werden. Hier meins links. Sehr knapp. Ich hoffe, das spielt sich ein. Momentan ohne Probleme. Richie übrigens ist leicht gewandert. Also wenn es noch ein bisschen was wandert, dann ist es prima. Hier die rechte Seite ordentlich, wirklich ordentlich. Aber eben etwas weiter wie hier links. Nichts zu bemängeln. Ja, klasse Arbeitsmesser. Definitiv. Gefällt mir sehr gut. Ja, machen wir hier weiter mit dem Russen. Ruski, das Modell. Ein Messer, ebenfalls Full Titan Framelock Messer, Flipper. Sehr interessante, sehr coole Gestaltung, Designgebung, Formgebung. Hatte mir auf den Bildern anfangs super gut gefallen. Aber als ich das in die Hand genommen habe, habe ich gesagt, doch gemischte Gefühle, die sich aber absolut gelegt haben, weil ich das eine oder andere an diesem Messer lieb gewonnen habe. Und zwar, es ist ein ergonomisch gestaltetes Messer, für manche vielleicht unwichtig, für mich ist es auch dann doch das i-Tüpfelchen eben. Und zwar, wenn ich das Messer ganz normal halte, so wie hier jetzt gerade, und will eine Tomate schneiden, dann habe ich hier die Klinge horizontal ausgerichtet. Das ist bei einem normalen Messer hier, wie zum Beispiel beim Scout, eben nicht der Fall. Ich arbeite hier mit dem Bauch an dieser Stelle. Und manchmal ist es halt eben vonnöten, wenn dass ich hier die längere Seite oder die Stelle brauche. Und das ist hier automatisch schon gegeben. Wie gesagt, für viele vielleicht unwichtig, aber für mich ist es wichtig. Und cool finde ich eben, der Flipper-Tab, der ist ein bisschen anders positioniert, wie man es eigentlich gewohnt ist. Ja, so mehr an der Ecke. Funktioniert einwandfrei. Auch hier Klingengang sehr gut. Was ich schön finde, ist hier im geöffneten Zustand der Flipper-Tab ist so ein bisschen verdeckt dann. Was dazu führt, dass ich dieses Messer, wie die meisten anderen Messer auch, hier weiter vorne greife, nur mit dem Unterschied, dass ich hier meinen Mittelfinger hier schön drauf drücken kann, ohne dass ich Angst habe. Ja, bei so einem anderen Messer mit Flipper, die ich ja sehr gerne habe, greife ich eben auf den Flipper, das ist ein bisschen unangenehm, macht man nicht. Aber hier kann ich das schön greifen und eben meinen Apfel schälen oder was weiß ich was, feine Schneidarbeiten machen, Schälaufgaben machen. Und dafür ist das Wegmesser wirklich genial gemacht. Das ist auch das einzige Messer, was ich demontiert habe, einfach aus Interesse, und habe festgestellt, das hat die kurioseste Konstruktion, die ich bisher gesehen habe, und zwar die Achsschraube. Die ist gar keine Achsschraube, sondern ist fast schon Deko. Minimals greift die natürlich, die wird aufgedreht und die eigentliche Achsschraube liegt darunter. Und zwar ist das ein Außenkegel mit Innengewinde, und das funktioniert sehr gut. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite ein geschlossenes Lager bzw. ein Lager mit einem Käfig und auf der anderen Seite freiliegende Kugel, wie eben beim IKBS. Die liegen in der Klinge in einem Absatz, in einem Ring angeordneten Absatz, wo der Kegel sitzt. Das heißt, durch den Kegel werden die Kugeln nach außen gedrückt und entsprechend geführt. Und die Achsschraube greift dann eben in das Innengewinde und von der anderen Seite das gleiche. Aber das eigentliche Anziehen der Klinge erfolgt über das Innenliegende und das ist so Deko. Und man kann natürlich leicht beiziehen. Ich weiß nicht, was das für einen Vorteil hat. Wie gesagt, ist ein bisschen kurios, komisch, funktioniert aber sehr gut und sehr gut ist auch die Einstellmöglichkeit für die Zentrierung. Da kann man wirklich, ich sag mal, Zehntel genau das Messer einstellen und auch entsprechend arbeitet die Klinge bzw. verändert sich der Klingengang. Und
ist schon eine richtig coole Sache. Hier blau anodisiert, Backspacer. Ja, alles 3D Pocket Clips. Schon ganz, ganz cool gemacht. Hier hat man nicht, komischerweise eine Stelle, die nicht gesandstrahlt ist. Wurde im geschliffenen Zustand anodisiert. Man merkt es, man sieht es. Aber ich denke, das ist okay. Ich werde das Ganze irgendwie versuchen zu polieren und dann zu anodisieren, sodass man ein bisschen mehr Highlight hat. Da bin ich mal gespannt, wie das wird und ob ich das mache. Bock hätte ich schon drauf. Schauen wir mal. Ja, dann was ganz Besonderes. Ein Prototyp, das ist der Drache. Ja, Bilder und kurze Videos hat man ja gesehen. Ein sehr interessantes Messer, ein sehr cooles Messer. Und zwar ist das so ein bisschen japanisch angehaucht. Ja, dieses Quaken-Style kennt man vom Burnley-Design oder das Böker Quaken, wo eben die Klinge im Griff verschwindet. Hier auch, nur eben stellenweise zu sehen. Aber größtenteils ist es eben verdeckt. Und auch das Motiv, was hier eingefräst ist, hat oder soll japanisch angehaucht sein, ist ein japanisches Motiv. Ich weiß gerade gar nicht mal, was es genau ist. Ich meine, das waren irgendwie Kirschblütenblätter. Auf jeden Fall ist es cool. Auf den Bildern fand ich das übrigens auch nicht schön. Es sieht, wie jetzt auch auf dem Bild jetzt, was ihr seht, sieht dann ein bisschen stark eingeprägt aus. In echt ist das nicht so krass zu sehen. Und das gefällt mir eben doch ein bisschen besser. Man spürt es, das ist so eine Art eine rillige oder also so ein bisschen ja, wellige Oberfläche. Man spürt es, aber ist halt eben doch sehr, sehr glatt. Ein Clip, der ebenfalls wie das ganze Messer sehr geradlinig ist, sehr fein ausgearbeitet. Das heißt, wir haben hier eine leichte Kraft und eine leichte Federkraft, wo eben sehr schön ist, das Messer in die Tasche ein- oder rauszustecken. Ja, das ist bei den anderen, muss ich sagen, nicht so schön. Die sind halt so ein bisschen was fester, was robuster. Je nach Jeans müsste man da ein bisschen was vorsichtig sein. Was heißt vorsichtig sein? Es ist halt ein bisschen ja, weniger leicht, ein bisschen schwieriger, den Clip oder das Messer einzuklippen. Backspacer liebe ich ja. Ja, und eine Klinge, die mir persönlich auch vom Klingen, also wegen dem Klingenmaterial ganz, ganz besonders gefällt. Laminat mit einer D2-Schneidlage. Hier so ein ja, Reverse Tanto. Sehr, sehr cool insgesamt. Eben sehr geradlinig. Dafür oder deswegen eine sehr, sehr geile Handlage. Also ich mag es sehr. Ja, diese Farbgebung, die dunkle Schneidlage, dann die einzelnen Lagen hier zu sehen. Hier an dem Bereich, das nicht geschliffen ist, sieht man eben vom Schmieden noch die, ja, Abdruck will ich nicht sagen, sondern ist eben von den unterschiedlichen Materialien so ein bisschen Spuren zu sehen. Also ist nicht drüber geschliffen, gefällt mir sehr gut. Insgesamt ein sehr massives, schweres Messer oder ja, nicht zu schwer, doch ich sag mal, schweres Messer. Ist ein Prototyp, das heißt, das Messer wird demnächst in Serie gehen. Dann aber wohl mit eingefrästen Taschen, die dafür sorgen, dass der Griff leicht ist. Ich weiß aber nicht, wie gut die Idee ist, weil die Klinge hier, das ist nichts filigran ausgeschliffenes, so wie beim Scout, sondern wir haben eigentlich bis zur Spitze hin. Die eigentliche Klingenbreite hier vorne aufgrund des Swatches eben nicht mehr so deutlich zu sehen, aber die Breite ist gleich. Und man hat einfach nach unten hin flach geschliffen. Und dafür hat man halt eben doch auch vom Gewicht her eine präsente Klinge. Das merkt man auch beim Schließen. Also die Klinge fällt einfach aufgrund des Gewichts sehr schnell ins Griff, eben in den Griff. Gefällt mir sehr gut. Wir haben hier die Achsschraube hier vorne ohne Antrieb, hinten Antrieb.
Mit Torx, ja, war ist bei dem übrigens auch auf der Rückseite. Das Scout, was ich hatte, hatte eben diese Achsschraube. Da kommen wir gleich dazu. Ja, muss man lieben. Naja, muss nicht, aber doch, ich denke, bei den meisten von euch entsteht jetzt doch ein bisschen ein Reiz. Ja, denke ich zumindest. Also mir gefällt es, wie gesagt. Der Drache. Ja, und dann kommen wir eben zu Modell Tukan in drei verschiedenen Ausführungen. Na, Moment. Ich will die Messer jetzt nicht gegeneinander knallen lassen. Ja. Zwei mit Inlays. Einmal Lightning Strike Carbon Fiber, rot-schwarz. Holzeinlagen. Ja, sonst Bronze anodisiert. Hardware ist Bronze anodisiert. Ja, ich finde das Messer. Ich weiß es nicht. Also, ich bin immer kurz davor zu sagen, das ist das geilste Messer ohne Flipper-Tab. Vom Klingengang her und vom Flippen her. Das lässt sich so gut flippen. Also, es ist unfassbar. Naja, gut, manchmal auch nicht, aber in der Regel schon. Ja, und ja, dann gibt es noch die Variante, für die ich mich entschieden habe. Das ist ja von der Materialwahl für mich das Nonplusultra bisher. Ja, also ist eben Titan, klar, Plain Satin hier. Und dann die Besonderheit eben Mokutai oder Timaskus Clip im gleichen Design. Hier der Backspacer Mokutai. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, die Lagen. Der Daumenpin ebenfalls Mokutai. Leider nicht so knatschblau wie hier die Rückseite oder der Backspacer. Das wäre natürlich super gewesen. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht nachätzen kann oder nach anodisieren. Ich weiß es nicht, wie die Farbgebung ist. Wahrscheinlich anodisieren halt. Ja, und natürlich, ihr habt es eben schon gesehen, eine Damastklinge. Ich weiß nicht, ob dieser Damast eine bestimmte Bezeichnung hat. Das ist mein zweites Messer mit einer Damastklinge. Zuvor hatte ich ja das Thai-Spine mit dem Lizard Damast von dem einen da. Fand ich optisch gesehen ganz cool, aber der Kontrast war auch sehr, sehr stark beim Thai-Spine. Nur das Dunkle, das war eben doch rau von der Oberfläche, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Hier ist das eben nicht so. Hier haben wir eine insgesamt glatte Oberfläche. Gut, man spürt natürlich die einzelnen Lagen, wenn man mit dem Fingernagel drüber geht, aber auch natürlich vom Klinggang her. Wenn ich das Messer so mit den Fingern führe, dann spüre ich die einzelnen Rillen. Das heißt, der Detentkugel läuft halt eben auf dieser Oberfläche und erfasst die Unebenheiten. Vom oder beim Flippen oder vom Klingengang absolut kein Problem. Läuft super. Also ich liebe das Teil. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Gier dabei, wegen eben den Materialien. Ja, eigentlich soweit dazu. Die fand ich jetzt nicht so gut, ist aber alles Geschmackssache. Da kann man mit Sicherheit auch ja, sich damit anfreunden. Ja, für Leute, die eben Holz sehr mögen, da ist es mit Sicherheit auch eine gute oder sehr gute Alternative. Ja, was soll ich sagen zu Chebokov-Messer? Die sind klasse. Also deswegen habe ich mir auch so viel auf einmal geholt und habe mir gesagt, die Gelegenheit werde ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr kriegen, weil die Dinger ja immer wieder ausverkauft sind bei Tools for Gents. Die Jungs kommen ja momentan noch nicht nach, beziehungsweise auch Chebokov kommt, soweit ich weiß, nicht nach mit der Fertigung. Und ich denke schon, das hat seinen Grund, ne? Es gibt mit Sicherheit Leute, die dagegen sprechen, denen das nicht gefällt. Ich hatte gestern einen Kollegen auf Facebook in einem der Gruppen. Da hieß es ja, so viel Geld würde ich für sowas nicht bezahlen. Ja, es ist jedem das seine, ist auch okay. Eine coole Sache ist es trotzdem, dass man darüber reden kann.
Ja, also solange es nicht irgendwie ohne Sinn und Verstand ist. Jeder sagt, jeder hat so sein eigenes Ding. Ja, einige sagen bis 50 Euro, der andere sagt bis 5000 Euro. Und das ist auch soweit in Ordnung. Natürlich sind das keine Billigmesser, muss man auch sagen. Da die bezahlt man 400, 500, 600, 700 Euro. Ja, und mehr. Und das muss man einfach für sich selbst entscheiden. Aus meiner Sicht ist es soweit gerechtfertigt, wenn eben das Geld vorhanden ist für so ein Messer, aber auch man dagegen oder ja doch dagegen auch noch ein schönes Messer und funktionierendes Messer bekommt. Ja, cool ist auch natürlich, dass man mit Tools for Gents auch einen Ansprechpartner hat, einmal zum Kaufen, aber auch das Coole. Die meisten werden es wahrscheinlich noch nicht wissen. Das ist eben aus den Gesprächen mit Ricky heraus oder Richie herausgekommen. Sorry, deswegen wegen dem Namen Richie. Ist es einfach herausgekommen, dass die Dinger lebenslange Garantie haben. Das heißt, wenn irgendetwas ist, ja, da kann man eben die Dinger einschicken und man kriegt es repariert oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie da die Sachen aussehen. Das wird mit Sicherheit auch von Fall zu Fall anders sein. Ja, übrigens hier zwei gleiche Clips bzw. ungleiche Clips, die sind von der Phase her anders gemacht. Da und da. Und beim Full Titan, was ich hatte, das war dann rundum angefasst. Ja, auch eine coole Sache. Ja, also Service ist natürlich auch eine coole Sache und ich glaube, man hat auch irgendwann die Möglichkeit, das wird kommen. Also vielleicht ist es sogar so, man kann ja Pre-Order machen, Vorbestellung oder halt, ja, wie war das? Ich weiß nicht, da war noch was auf der Seite. Boah, Mist, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Auf jeden Fall denke ich schon, da müssen wir vielleicht mit den Jungs mal reden. Kann man vielleicht Wünsche äußern, wie die Dinger gemacht werden. Noch ist das so, dass die Messer nicht in der riesen Stückzahl rausgehauen werden, wie Shiros oder so und so weiter und so fort. Das heißt, oder ich sag mal, Cherbourkov ist in der Lage oder ist momentan so aufgestellt, dass lange Zeit für oder pro Messer investiert werden muss, um das Ganze einzustellen, anzupassen und so weiter und so fort. Und ich denke, wenn da irgendwelche Orders reinkommen, könnte man doch sagen, ich möchte gerne Elfenbein weiß ich, war natürlich dick auftragen oder Goldeinlage oder bestimmte Schlangenart oder Holzart, wie zum Beispiel Schlangenholz. So, kein Schlangenart, sondern Schlangenholz. Ich glaube, die Veganer, die köpfen mich gleich. Sorry, Jungs, ich habe euch gern. Ja, soweit eigentlich dazu. Coole Dinger, ja. Und ich merke gerade, ich habe demnächst fast 30 Minuten voll. Habe ich wieder gut hingekriegt. Sorry. Ja, überlegt euch, guckt euch das Video an. Ich hoffe, da ist halbwegs ein bisschen was rumgekommen. Ich habe mir gedacht, alles einzeln vorzustellen, das würde einfach zu viel sein. Ich will ja keinen auf Dauer mit den Messern von Cherbourkov auf die Eier gehen. Eine Sache möchte ich aber sagen, das fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar, ich habe mir vier Messer geholt. Und habe mir immer als Sammler immer gesagt, du wirst niemals oder du solltest dir niemals vier Messer holen vom gleichen Messermacher oder Messerdesigner. Das habe ich jetzt hier gemacht, aber ich glaube, ihr könnt sehen, warum oder wie ich das machen konnte. Ein Messerdesigner, vier absolut unterschiedliche Designs und ja, das finde ich auch sehr, sehr cool. Klar, überall steht Alexander Cherbourkov oder das Logo ist da vorhanden, aber diese Messer, die sind alle unterschiedlich. Ja, ohne Flipper, klein, mit Flipper ergonomisch geformt, etwas, oder sagen wir, das schwerste Messer ist das hier sehr geradlinig. Und hier haben wir wirklich ein Messer, das durch und durch ein Messer ist. In meinen Augen eben ein richtiges Arbeitsmesser. Und von der Schneidperformance sind die alle in Ordnung. Also performance-technisch sind die alle, wirklich alle klasse gemacht. Meinen Vorgaben oder meinen Erwartungen werden die auf jeden Fall locker gerecht. Ja, nochmals euch zwei Gentlemens, ihr wisst, wen ich meine, vielen Dank dafür und natürlich auch den anderen, die mir wirklich knapp
30 Minuten zugehört haben. Danke, bis demnächst. Ciao, ciao.